Hallo an alle da draußen, mein Name ist Philipp und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit diesem Video. Zuallererst ein bisschen was zu mir. Ich bin momentan in den USA, genau zu sein, in Minnesota. Wer das nicht kennt, das ist ungefähr ganz weit oben an der Grenze von Kanada. Und ich verbringe hier ein Auslandsjahr für den Rest dieses Sommers. Das heißt, ich gehe zurück am 21. Juli. Ich veröffentliche jeden Tag Vlogs, einfach um zu zeigen, wie mein Leben hier so ist. Um euch zu erklären, was geht ab in Amerika, bla bla bla. Und mein Hauptfokus sozusagen liegt daran, andere Leute zu inspirieren, mehr zu reisen und die Welt zu sehen. Und sich einfach freizulassen von dem ganzen Stress, der dir in dem Kopf vorhergeht und einfach mal rauszugehen und spontan zu sein. Deswegen bin ich auch so glücklich, dass ich mit Little Rebel heute das Video machen kann und ich freue mich darauf. Und ich hoffe, es kommt vielleicht bei ein paar Leuten von euch an und ihr denkt euch, hey, ja, ich sollte vielleicht auch mal wieder einfach meine Sachen packen und einen Tagestrip machen in den örtlichen Wald oder so. Und somit willkommen zu diesem Video. Ich und Philipp wollen zusammen die Reiselust aus euch ein bisschen rauskitzeln und euch ein bisschen anspornen, vielleicht irgendwie mal was zu unternehmen. Viel Spaß bei dem Video. Was ich besonders toll im Reisen finde, ist, dass man neue Leute kennenlernt. Und wenn man mit neuen Leuten in Kontakt kommt und mit ihnen auch wirklich redet, kann man nicht nur den Touristenkram erleben, sondern auch irgendwie hinter die Kulisse und hinter die Fassade der ganzen Kultur schauen. Und das ist sehr interessant und wirklich eine tolle Sache, die man nur erleben kann, wenn man wirklich das Haus verlässt. Punkt Nummer 2 ist, ich lerne mich einfach selber kennen. Wisst ihr, vielleicht geht das nur mir so, aber wenn ich reise, kann ich mich einfach komplett auf mich selbst konzentrieren. Ich kann über meine Zukunft nachdenken, über all den Stress, der gerade zu Hause vor sich geht. Oder ich kriege einfach meinen Kopf frei, wenn ich reise, weil alles, was mich umgibt, schön ist. Durch das Reisen in andere Länder lernt man die Kultur wirklich richtig kennen und verliert die ganzen Vorurteile, die man von der Gesellschaft hier bekommt und macht sich sein eigenes Bild von diesem Land und dieser Kultur und das ist einfach richtig interessant. Wenn man reist, kann man sich komplett in allem verlieren. Du musst an nichts denken. Du kannst deinen Kopf freilassen, wenn du möchtest. Und kannst dich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Kannst einfach die Sonne genießen oder das Wetter genießen oder den Ort, wo du bist, genießen. Und kannst einfach nicht über den Stress, der zu Hause vor sich geht, nachdenken. Oftmals wird man mit fremden und neuen Situationen konfrontiert, die einem erstmal vielleicht ein bisschen Angst machen. Aber das ist auch gerade das Spannende im Reisen. Aber trotzdem einem dann weiterhelfen, wenn man woanders in einem anderen Land ist oder auch wieder zu Hause ist und die einen einfach weiterbringen können. Du lernst einfach deinen Horizont zu erweitern. Du kannst über andere Sachen nachdenken, du kannst dir einen Blickwinkel machen von Zeug, was vielleicht nicht nur dich betrifft, aber andere Leute betrifft. Du kannst darüber nachdenken, wie andere Leute die Welt sehen und wie andere Leute fühlen und du lernst andere Leute viel besser kennen, wenn du reist. Und das ist eines der besten Sachen beim Reisen, dass man einfach die ganze Welt kennenlernt und dass man nicht nur in seiner kleinen Box bleibt, sondern auch mal ausbricht von der Box und die Welt sehen kann. Und zu guter Letzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight und das ist, dass man dem Alltag entkommt. Einfach dieses ständige Lernen und Arbeiten, das man hier routinemäßig macht. Die kleinste Veränderung während der Reise ruft einfach ein tolles Gefühl hervor und dann ist man entspannter und wirklich entdeckerfreudig und das macht Reisen so toll. Und Punkt Nummer 8 ist natürlich der Punkt, wenn du dann wieder nach Hause bist oder wenn du wieder zurück bist und du kannst einfach alle deine Erfahrungen weitergeben. Du kannst Leuten erzählen, was passiert ist und sie selber inspirieren, rauszugehen und einfach selber zu inspirieren, um zu reisen und die Welt zu sehen. Und ich glaube, das ist eines der besten Sachen am Reisen. Es gibt überall Plätze, die einfach wunderschön sind und überall Plätze, die es wert sind zu erkunden. Vielen Dank, dass ihr mir auch die Chance gegeben habt, mir zuzuschauen, wie ich hier euch was erzähle. Vielen Dank an Little Rebel, dass sie mir die Chance gegeben hat, mit ihr einfach über die Sachen zu quatschen, die mich total bewegen und die ich liebe. Und ich hoffe, es kommt bei ein paar von euch an und passt doch einfach auf mich auf. Ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile verstanden, wie sehr wir beide das Reisen lieben und wie sehr wir euch dazu anspornen wollen, auch reisen zu gehen und einfach on Tour zu sein und wirklich tut es. Ihr werdet es nicht bereuen. Dann hoffe ich, ihr habt noch einen rebellischen Tag. Ciao!